Es war schön, es war sehr, sehr schön. Hallöchen und willkommen zurück bei uns. Der Kai ist da, der Ronny ist hier, ich habe wieder ein cooles T-Shirt an und dreimal dürft ihr raten. Ihr habt es ja wahrscheinlich im Titel eh gelesen. Es ist wieder Retro-Runde. Ganz unbewusst und ganz uneigennützig habe ich mir deswegen dieses schöne T-Shirt angezogen. Ich weiß nicht, ob es mit dem thematischen Inhalt irgendwas zu tun hat. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich wieder nicht. Du hoffst es. Ich hoffe es, ja. Aber ich sag mal so, du hast dich zumindest vorbereitet. Die Zuschauer wissen ja an der Stelle sowieso wieder mehr als du. Aber was kommt natürlich, bevor wir dir überhaupt das Produkt in die Hand drücken? Zurück in die Vergangenheit, Teil 30. Was haben wir denn vor 10 Jahren gemacht? Richtig. Oder vor 15, keine Ahnung. Mittlerweile kann ich noch nicht mal mehr garantieren, dass wir vielleicht in irgendein Jahr gehen, wo wir auch schon mal waren. Das heißt, also es könnte irgendwann passieren, dass sich vielleicht die News überschneiden. Wahrscheinlich, aber auch, ja. Ja, die Gefahr besteht halt. Ich würde sagen, wir fangen an und ich sage dir, wir gehen zurück ins Jahr 2013. 2013? Ja. Da habe ich genau seit einem Jahr hier gelebt. Und das kann ich schon sagen. Und da war ich noch als Küchenmonteur unterwegs, hier im Umkreis. Und 14 habe ich da gekündigt und dann habe ich hier angefangen. Also noch nicht mit YouTube, aber bei Kai auf der Webseite. Also vielleicht kommen wir irgendwann mal ins Jahr 2014, dass du dann auch die Anekdote erzählen kannst. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wir sind im Jahr 2013 und ich würde sagen, ich fange auch mit ein paar News an, die ich rausgesucht habe, denn es ist schon wieder lange her. Und zwar, erste News, die ich gefunden habe, die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens wird schon wieder verschoben. Der geplante, Termin im Oktober 2013 sei nicht zu halten und der neue Chef, und zwar der ehemalige Bahnchef Hartmut Medorn, übernimmt die Führung. Und er will einen Testbetrieb ab Frühjahr 2014 starten. Jetzt mal ganz kurz, ohne Recherche, wann hat der tatsächlich aufgemacht? Also ich bin jetzt von London aus oder nach London von dem Flughafen aus geflogen. Ich glaube, der hat erst seit anderthalb Jahren offen, oder? Also es sollte ja Ende Oktober 2013 wurde verschoben. Testflug sollte 2014 damals angehen. Es zog sich dann noch bis zum 31. Oktober 2020. Bis das ganze Ding dann aufmachte. Und jetzt noch eine ganz kleine Anekdote, die hat nichts damit zu tun. Aber in China haben die in Hongkong quasi eine Insel auf dem Meer aufgeschüttet, haben einen Flughafen drauf gebaut. Und dreimal dürft ihr raten, wie lange das gedauert hat. 3 Jahre. Hm. Vielleicht waren es auch 4. Vielleicht habe ich jetzt gelogen, aber die waren ein bisschen schneller als Deutschland. Ich glaube, ich hatte auch mal so als Funfact gehört, dass die ganzen Anzeigetafeln noch vor der Eröffnung wieder ausgetauscht werden mussten, weil die irgendwie schon 10 Jahre alt waren veraltet, und in den Testbetrieben ja auch die ganze Zeit liefen und dann einfach schon ran waren, nämlich wieder ausgetauscht zu werden. Ich glaube, es gibt Nationalitäten, die lachen darüber, dass wir so lange für einen Flughafen gebraucht haben. Ich glaube, auch Deutschland selbst lacht darüber, dass wir so lange für einen Flughafen gebraucht schlimmes, haben. Zu der nächsten News, würde ich sagen, sonst wird das noch ein langes Genau, Thema. Und zwar, wir hatten im Jahr 2013, Papst Benedikt XVI. Kündigte überraschend seinen Rücktritt an und der Nachfolger wurde der heutige Papst Franziskus. Und seine erste Rede im Jahr 2013 war unter den Gläubigern nämlich sehr berühmt, denn er sagte in seiner Rede, schönen Sonntag und guten Appetit. Ja, das ist ja unser Einleitungsspruch quasi für die Angebote der Woche mal und die News. Ja, mindestens. Dann hätten wir noch eine News und zwar Königin Beatrix von den Niederlanden kündigte nach 33 Jahren den Rücktritt an und Nachfolger wurde, ich glaube auch bis heute, ich bin ja jetzt nicht ganz so im Bilde, der Sohn William Alexander. Ansonsten, unerfreuliche News 2013 für einige sicher sehr relevant, denn wir hatten Hochwasser in Deutschland und zwar Donau, Elbe und Saale und weitere kleinere Flüsse traten zwischen Mai und Juni 2013 übers Ufer und haben ganz schön viel Schaden verursacht in Deutschland und auch ziemlich viele Sorgen bereitet, weil ich glaube auch mich zu erinnern, dass selbst bei uns einige Gegenden sehr stark betroffen waren. Ist mir tatsächlich, wo du 13 gesagt hast, neben dem anderen Datum, was für uns privat wichtig war, ist mir das auch direkt eingefallen, weil wir da nach Stendal wollten und nicht mal nach Stendal fahren konnten, weil dort die Fahrbahn weggespült wurde. Und wenn wir Richtung Brandenburg auf die andere Seite rüberfahren wollten, da war halt eben auch ein Teil der Strecke überflutet und viele Schäden und so, ja. Zwei Ortschaften weiter, sowohl in zwei Himmelsrichtungen, waren da schon betroffen und hatten mit Hochwasser zu kämpfen. Also es war gar nicht so weit weg von uns. Also ich sage jetzt mal so 1 bis 2 Kilometer und das hätte eventuell uns auch betroffen. Ja, also es war das schon, Wasser ist auf der anderen Seite von der Erhöhung. Also wenn es rüberkommt, dann würde es hier tatsächlich rüberlaufen. War das schon heikel. Passieren. Ja. So, dann gab es nochmal eine News für die Royals. Im Jahr 2013 wurde der Sohn von Herzogin Kate und Prinz William geboren. Und zwar erhielt der kleine Prinz den Namen Georg Alexander Louis. Oder George Alexander Louis. So möchte ich aber auch heißen, ey. Das ist ja toll. Mhm.
dort. Also mittlerweile auch schon 9 Jahre alt, der Kleine. Und noch im Jahr 2013 kam das Ganze mit Edward Snowden zum Tragen, denn im Juni 2013 gewährte er mit seinen Enthüllungen Einblick in das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Überwachungsdiensten. Und er musste ja dann praktisch aus den USA raus. Ja. Und hatte dann halt bei einigen Ländern Asyl beantragt und letztlich wurde ihm Asyl gewährt von einigen Ländern und er ist gelandet seitdem in Moskau und ist dort immer noch im Asyl. So seid. Genau. So, damit wären wir mit den News durch und dann hätte ich noch ein paar schöne Filme rausgesucht. Und als ich nämlich die Filmliste durchgegangen bin, war mir so, als hätte ich davon schon mal ein paar genannt. Deswegen, ich bin der Meinung, wir waren schon mal im Jahr 2013. Und ich habe dann einfach mal ein paar andere genommen, die aber auch in den Top, sag ich mal, 15 bei der Online-Filmdatenbank rumschlummern. Da hätten wir zum einen zum Beispiel den Film Rush, Alles für den Sieg. Ja, Formel-1-Fahrzeug, ja, oder Film, ja, nie gesehen, glaube ich. Oder wenn, nur einmal. Gab es nicht aber auch einen Kurierfilm, wo der von Inception mitgespielt hat, der einen Kurierfahrer gemacht hat und hieß der nicht auch Rush? Ist das nicht, glaube ich, der sogar? Oder war das wirklich ein Formel 1? Aber ich glaube, da gibt's zwei Filme. Kann ja, auch sein, dass das jetzt der Formel 1 Film ist. Ja, wir werden es noch rausfinden. Ihr werdet es spätestens, wenn wir das Cover einblenden, sehen. Welcher wir sehen es jetzt ja gerade bei der Aufnahme nicht. Ansonsten hatten wir auch im Jahr 2013 Hobbit, Smaugs Einöde. Ja, der zweite Teil von Teil 3. Ist auch schon wieder so lange her. Genau, wir hatten den Film Gravity. Ja, einmal gesehen, danach gekauft und nie wieder geguckt. Ja, bei mir auch, aber nur einmal gesehen, aber nicht gekauft. Das war so ein magnetisches Cover irgendwie, keine Ahnung, war relativ schwer das Ding. Dann hatten wir den Film Captain Phillips. Oh ja. Ich glaube mit Tom Hanks. Ja, da ist mir beim letzten Mal gucken, ist mir tatsächlich schlecht geworden. Entweder einen schlechten Tag gehabt oder das Bild war zu groß. Also ich bin wirklich seekrank geworden. Ich war froh, der Film zu Ende war, bin ich raus. Also jetzt ist Stopp, irgendwas ist ganz komisch. Erstmal über die Reling, ne, und dann raus damit. Das Fenster, ja. So, und dann hat man noch den Film Conjuring. Conjuring? Genau. Ist auch. Ja gut, das ist jetzt nicht so meine Filmreihe. Ich habe den ersten und zweiten gesehen, aber... Auch einer der besseren von ihm. Also wirklich schöner Horrorfilm. Ja, ihr steht da so drauf, ich nicht so. Jo. Deswegen würde ich sagen, kommen wir noch zu den Spielen. Ja. Ich habe mir da mal ein paar Blockbuster aus dem Jahr 2013 aufgelistet. Und schlimm ist, dass eins der Spiele immer noch keinen Nachfolger hat und immer noch aktualisiert wird. Und zwar GTA 5. Original ja, das im Jahr Schlimme 2013. Ist ja, es kam ja auf der PlayStation 3 raus, es kam auf der PlayStation 4 raus, es kam auf dem PC raus, jetzt kommt die PlayStation 5 bzw. Series X, also die Next-Gen-Version raus, die man nochmal kaufen darf. Hurra, danke, Hauptsache die Cash-Go läuft. Genau, dann hätten wir noch das Spiel Last of Us. Ja, erste definitiv, Teil. Definitiv gespielt, ja. Wollte auch platinieren, aber ich keinen Bock zu gehabt, dreimal durchzuspielen. Dann hätten wir noch Bioshock Infinite. Angespielt war nicht meins, hat mir irgendwie das 17 Jahre unter Wasser Theme gefehlt so ein bisschen. Dann hätten wir noch das Remake oder, sag ich mal, die Neuauflage von Tomb Raider. Das kam 2013. Der war richtig geil. Das war mein Lieblings-Tomb Raider-Titel. Den habe ich auf der PlayStation 3 durchgespielt und später auf der PS4 auch nochmal. Und noch, was kam raus? Assassin's Creed. Welcher Teil schätzte? Ja, im 2-Jahres-Rhythmus, ne? 6 oder so. Odyssey und Origins könnte es nicht sein, das war 18. Ich habe die früheren Teile nur Teil 1, 2 und 3 gespielt und den Rest gar nicht. Das könnte es erklären, denn es kam Teil 4 raus, Black Flag. Den habe ich gespielt. Stimmt, doch, eigentlich schon, weil es gab ja damals, 2013, muss man dazu sagen, kam die PlayStation 4 raus. 2012 oder 13? Oder war es? Nee, 12 nicht. Nee, 12 nicht. Ich glaube, 13. In den USA 2012, oder? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Im Jahre 2013 kam die PlayStation 4 raus und da waren natürlich PlayStation 4-Spiele noch Mangel und Black Flag war definitiv dabei. Aber dann kann das ja mit GTA 5 auch nicht ganz so stimmen, weil das muss ja früher schon rausgekommen sein. Weil das kam erst für die 3 und dann für die 4. Verspätet vielleicht. Ich weiß es nicht. 2013 für die PS3. Für die PS3. Und dann kam es halt 2014 für die 4. Für die 4 raus. Ja. Und für PC 2015. War das echt so verspätet? Okay, krass. So, dann schummelt es ja. Okay. Damit sind wir durch. Und jetzt würde ich sagen, gebe ich dir dein Gerät für heute. Oh, Samsung Galaxy Note 2. Du möchtest das unbedingt haben, ja? Nein, aber das war das Jahr, wo ich es mir geholt habe. Aber vielleicht kam es ja auch mit einem anderen Jahr raus. Für 550 damals. Vorsicht, die Hülle.
Twitter.com Nokia. Facebook.com Nokia. Pure. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kipp's lieber um. Ach so. Na gut. Oh, Lumia 1200. Mann, das waren noch Nokia-Geräte, die auch den Namen Nokia verdient haben. Das Interessante war ja eigentlich daran, die verbaute Hardware mit 512 oder 1 GB, also 512 MB RAM oder 1 GB RAM, und trotzdem lief dieses Windows, was hier drauf ist, flüssig. Selbst bei den günstigen Modellen. Weißt du ja schon einiges. Ja, das habe ich mir gemerkt. Wir hatten damals das Lumia 29 getestet, das 1020er selber aber nie. Mhm. Wir gucken mal hier nochmal schnell mit rein. Dürfte jetzt nicht so viel Spannendes sein. Ich weiß auch leider nicht, ob alles dabei ist, was damals original enthalten war. Micro-USB, da haben wir es wieder. Dann haben wir nochmal ein Netzteil für, wie viel haben wir da? Nokia, was steht drauf? 750 mAh, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Und Kopfhörer waren mal mit bei, die sind jetzt, die fehlen hier, man sieht hier noch die Überbleibsel davon und eine Anleitung, ja, okay. Also das Gerät haben wir hier nicht getestet, aber wie gesagt, das 950er damals. Da gab es ja noch die PC-Verbindung mit der Dockingstation. Genau. Wo dann die Unterstützung der Apps auch nur semi-gut war. Muss hier so ein riesen Display... Oh, das ist der Akku wahrscheinlich aufgebläht, oder? Weil das Display rausguckt. Das kann ich dir gar nicht sagen, ob das so soll. Vielleicht auch zur Kühlung. Nee, garantiert nicht. Also hier unten ist nämlich bündig und hier oben geht's auf. Der Kleber. Ja, dann ist es ein Stück schon rausgekommen. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Das ist auch nur auf der einen Seite. Also könnte es dafür zeugen oder zeigen, dass der Akku wahrscheinlich ein bisschen aufgebläht ist. Ja, also man sieht es formschön, Nokia, da sind Sensoren drin, Blitz, man sieht das Display selbst, 5, ich weiß nicht, vor Windows suchen. Unterseite haben wir nochmal so eine Lasche, um da quasi einen Haken reinzumachen oder das ranzubammeln. Micro-USB, Lautsprecher, linke Seite nix, oben haben wir 3-5er Klinke, Mikrofon und dann halt im Prinzip die SIM-Karten-Zugriffsbereiche. Taste. Genau. Tasten rechte Seite, das kennt man, Fotoauslöser kennt man auch noch, rückseitig dann eine mega gewaltige 41 Megapixel Kamera von Carl Zeiss oder mit Carl Zeiss zusammen. Sogar der Sensor kam von Carl Zeiss. Ja. Da war ja noch eine richtige Kooperation hinter, also die wirklich Software und Hardware geliefert haben. Bei einem anderen Unternehmen, bei Vivo ist es aber jetzt auch so, da ist ja Carl Zeiss auch mit im Bunde, dort wird auch Software und Hardware mit angepasst. Genau, ganz im Gegensatz zu OnePlus. Und was sieht man sogar? Dass die Linse kaputt ist. Die Linse ist innen sogar geschlossen. Für mich sieht es, ja, ach so, es sieht für mich aus, als wäre das ein Riss. Aber werden wir gleich sehen, wenn wir es anmachen. Ich hoffe, das springt da an und fliegt mir nicht gleich um die Ohren. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, OnePlus hat ja auch eine Kooperation mit Hasselblad. Da ist es bis jetzt aber leider nur bei der Software geblieben. Und deswegen war das OnePlus 10, 10 Pro von der Kameraqualität dann für viele eine kleine Enttäuschung, weil das im Vorjahr mit dem 9er, 9 Pro Modell zwar schon gut war, aber irgendwie keine großen Unterschiede gemacht hat. Aber auch da soll zukünftig dann die Hardware-Unterstützung mitkommen, weil dann da muss OnePlus auf jeden Fall noch ein bisschen nachholen. Genau. Das vielleicht so als kleine Boot-Anekdote nebenbei. Wer sich wundert, wo ich die Infos her habe, wir haben natürlich einen Technikkanal, Nerd 7 Tech. Da werden wir natürlich, oder da testen wir natürlich auch technische Dinge. Sowas hier zum Beispiel, also jetzt kein 13 Jahre oder kein Telefon aus dem Jahre 13, aber guck dir das an. Das läuft immer noch flüssig, direkt mit dem Starten. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Kamera, weil ich mag dieses... Du kannst übrigens von rechts nach links wischen, dann hast du das komplette Menü. Stimmt, so war das. Es war, eigentlich war dieses Windows damals sehr, sehr innovativ und sehr interessant. Der ganz, ganz große Problemfaktor war wieder die Geschichte mit den Apps. Ja, welche Apps, also bis da WhatsApp unterstützt wurde, sind Monate vergangen. Ich kann mich noch an deinen Vater erinnern, der hatte nämlich auch eins gehabt und WhatsApp war, ist ja natürlich irgendwie ganz praktisch und braucht man ja irgendwie, da hat Windows ewig gebraucht. Und gleiches galt dann quasi für die Docking-Version, wenn man dann am PC irgendwas bearbeiten wollte, wurden Apps manchmal unterstützt, manchmal nicht. Die haben wahnsinnig viel Potenzial gehabt, die haben es aber nicht ausgeschöpft. Ich würde fast sagen, typisch Microsoft so ein bisschen. Also es ist echt schade, weil, wie gesagt, mit wenig Hardware und wenig RAM und so weiter konnte man ein echt flüssiges Betriebssystem hier auf die Beine stellen und mit dem Kacheldesign war es halt auch mal auch einfach. So, ich suche konnte man sich das komplett individualisieren. Man konnte ja auch so sagen, wie groß sollen die Kacheln sein, in welcher Farbe, wo dann noch umordnen. Ich finde es trotzdem irgendwie so immer noch irgendwie kompliziert, weil ich Fotos, ich weiß jetzt nämlich nicht, wie ich zur Kamera komme. Es gab einfach einen Menüpunkt Kamera. Ja, und wo ist der? Im Hauptmenü. Es wird sicherlich hier auch irgendwo einen Schnellzugriff geben, aber da gab es einen Punkt Kamera. Fotos, Kamera da. Den kannst du dir ja auch auf den Homescreen legen. Ja, genau. So, Kamera funktioniert. Ich habe keinen Riss drauf. Und wenn wir jetzt hier... Aha, guck mal, jetzt sieht man das. Tatsächlich, genau.
Jetzt kann man auf das Objektiv zugucken. Wir machen jetzt mal einen Schritt zurück. Und zack, habt ihr das gesehen? Wahrscheinlich nicht, ich mache das einfach nochmal. Komm mal rauf. Getroffen, zack, jo, da ist er. Springt auf, das ist cool. Aber trotzdem ist dieses Plastikscheibchen, was da drin ist, gerissen. Aber es spielt keine Rolle. Aber es funktioniert. Ich glaube eher, das ist geteilt und eins fährt nach oben und eins nach unten. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Man erkennt es nicht. Gut, möge es so sein, wie es ist, spielt auch keine Rolle. Das ist dann die Kamera. Ich mache jetzt auch einfach mal wieder lustig ein, zwei Bilder. Würde ich sagen. Also damals war ich ziemlich begeistert von diesen Kameras. Das Abspeichern dauert tatsächlich ein bisschen länger. Ich fokussiere mal hier die Kamera. Blitz ist auch an, den machen wir mal aus. So, Blitz aus. Achso, ist nur drauf tippen. Ah, ohne Menüs, das ist natürlich auch sehr praktisch. Denn, können wir das jetzt auch umdrehen? Automatik. Jetzt habe ich ein Bild gemacht. Das ist der Videomodus. Irgendwie müssen wir auch nicht Selfie. Achso, ja, drehen wir mal so. Ah, da die Selfie-Kamera. Ich habe die Haare schön. Ein bisschen rotstichig, würde ich sagen. Die Selfie-Kamera hat übrigens auch nur 1,2 Megapixel. Okay, das sehe ich jetzt noch nicht. Hier nochmal kurz ein Bild. Auf jeden Fall auch relativ flotten Autofokus. Und dann machen wir nochmal ein Video. Dürfte ja dann auch maximal nur Full HD sein oder irgendwas in die Richtung. Ich habe keine Ahnung. Aber das kann ich hier. Guck mal bei Videoeinstellungen, ob man da was sieht. Ich glaube sogar, dass unten bei den drei Punkten, wo du gerade warst, ja, da zurück, war nix. Nee, da war Video- und Fotoeinstellung. Muss draufklicken. Ach so, man muss es lesen. Ah! So, aus LED. 720p. Na gut. Oh, Full HD gibt's auch. Full HD. Dann speichern wir das mal. Und dann machen wir ein kleines Feature. So. Blup. Autofokus, es ist da. Der Kai ist auch da. Jetzt gucken wir mal, was die Kamera hier sagt. Also Autofokus. Ja. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Gehen wir mal hier rüber. Oh, hier hat er ein bisschen zu tun. Oh, okay, jetzt habe ich drauf gedrückt, hat er gestoppt. Egal. Genau, ich denke, wir binden das Ganze auch wieder in großem Moment ein. Und hier schauen wir einfach mal an, was Phase ist. Ganz ehrlich, das sieht noch echt gut aus. Fokus ist ein bisschen träge, aber was die Tiefenunschärfe angeht. Ja, ja, die Tiefenunschärfe, richtig. Hier hat er jetzt mit dem Gegenlicht hat er echt zu tun und dann wollte ich eigentlich fokussieren, dann hat er die Aufnahme beendet. Mhm. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Nee, muss oben auf die, genau. Ja. Das ist die Galerie. Ach so, hier müssen wir zurück. So, Lowlight oder mit Gegenlicht. Also ganz ehrlich, das sieht immer noch vernünftig aus. Das Selfie mit, was hast du gesagt, 1 Megapixel. Ja, das ist jetzt nicht dolle. Das sieht aus halt irgendwie heutige Kameras bei wenig Licht. Aber sind aber auch schwierige Lichtverhältnisse, ja, muss man dazu sagen. Also Frontkamera gewinnt auf jeden Fall keinen Blumentopf. Damals wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ich mache mal gleich noch ein Foto von dir mit der Hauptkamera. Das würde mich mal interessieren. Aber so finde ich tatsächlich, was man hier so sieht, ist gar nicht so verkehrt. Also dafür, dass die hier schon fast 10 Jahre rum sind, ja, da merkt man, was die eigentlich damals da schon gekonnt haben. Mhm. Dann würde ich sagen, ich mache mal ein Foto. Ja. Also Foto, genau. So. Da geht sogar das Visier hinten immer noch zu. Und dann, ja gut, hier fehlt es ein bisschen an Schärfe. Das ist aber, wie gesagt, bei uns im Studio sind ein bisschen schwierige Lichtsituationen. Aber so grundsätzlich, was die Kamera angeht, ist das noch gar nicht mal so verkehrt. Ton war auch in Ordnung, also das passt. Scroll mal ein bisschen hoch zum Buchstaben E. Ich möchte mal kurz was gucken. A, B, C, D, E. Okay. E wie Einstellung. Es gibt noch irgendwo, guck mal in der Kamera-App, ob du was von Erfassungsmodus findest. Bei den Einstellungen, vielleicht bei den Fotoeinstellungen. Mal auf Aufnahmen, wo Automatik steht. Da, unter den 7 Tage. Nachaufnahme, Nachtmodus. Ach, da kann man noch den Modus wählen. Ja. Ach, siehst du, es gibt ja sogar noch eine Nachtaufnahme. Okay, das gab es auch schon, nicht schlecht. Und sogar Night Portrait. Wow. Und sowas alles. Denn ich wollte nämlich noch was dazu sagen, und zwar, was es mit den 41 Megapixel auf sich hat. Denn damals, ich habe ein paar Testberichte durchgelesen, schreibt nämlich ein Magazin, und zwar... Es kann festgelegt, also das Handy macht nämlich immer 2 Bilder. Es macht immer ein Bild in 5 Megapixel
und wahlweise je nach Seitenverhältnis, was man einstellt, ob 16:9 oder 4:3, macht es noch ein zusätzliches 34 oder 38 Megapixel Bild. Okay. Und ja, und demzufolge ist ein einziges Bild mit 41 Megapixel wohl laut der Aussage von dem Magazin nicht möglich, aber es werden immer zwei gemacht. Wahrscheinlich hat man das irgendwie miteinander addiert, die Pixelanzahl, und kam dann so auf 41 Megapixel. Obwohl natürlich 38 Megapixel immer noch beeindruckend ist. Für die Zeit auf jeden Fall, ja. Ja, das zeigt er hier in der Kamera dann halt nicht weiter an. Aber ansonsten sieht man schon, das System läuft heute auch noch flüssig. Ladezeiten, ja, je nachdem, was man für eine App hat. Ja, ein bisschen Microsoft-mäßig Xbox angehaucht. Es ist immer noch flott, finde ich. Also das muss ich jetzt nicht verstecken. Aber leider hat man halt die Server und alles abgeschalten und man kommt weder in den Store, noch kann man sich da wohl anmelden. Das ist dann der Nachteil. Also so macht man dann sehr gute Telefone dann auch einfach funktionsunfähig. Genau. Ich glaube, für viele war wirklich der Punkt erreicht, als man dann auch sagte, dass halt auch die App-Updates eingestellt werden, dass zum Beispiel so eine Apps wie WhatsApp dann auch keinerlei Updates mehr erfahren haben. Ja. Was ja dann für viele auch sozusagen hieß, okay, ihr habt zwar vielleicht noch euer Smartphone zu Hause, aber die wichtigsten Apps funktionieren dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, dann war spätestens der Stecker dann raus, dass dann viele auch gesagt haben, okay, jetzt spätestens jetzt wechsle ich. Ja, wie gesagt, ich empfand diese Geräte als sehr, sehr gut mit richtig viel Potenzial, aber Microsoft hat halt einfach den App-Einstieg und damit auch seine Zukunft verschlafen und verbaut. Das hat, zu lange gedauert. Genau, man hat teilweise auch immer, also Microsoft, so ist es mir jetzt in Erinnerung geblieben, musste immer das Betriebssystem-Updates rausbringen, um neue Hardware, neue Auflösungen und so weiter zu unterstützen. Das ist nämlich auch der große Punkt, weil ich weiß noch, damals hat man eine Weile gebraucht, um dann überhaupt auch Prozessoren mit 2 Kernen zu unterstützen. Dann auch, ich glaube, mehr als 1 GB RAM zu unterstützen und auch, man braucht dann ein Update später, um auch mehr als 720p Display-Auflösung zu unterstützen. Und das war irgendwie immer ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie später, als das Android und Co. gemacht haben. Und damit hinkt dann Microsoft mit Windows Phone immer so ein bisschen hinterher. Xbox Video scheint aber noch zu funktionieren, weil jetzt hier der aktuelle Batman noch zu sehen ist oder rot. Kann man immer noch leihen und kaufen. Also als Wiedergabemedium wird es wahrscheinlich noch funktionieren, aber ich bin gerade sehr überrascht, weil du sagtest, wahrscheinlich nutzen die den gleichen Zugriff, den auch die Konsolen benutzen für ihre Apps. Ja, das ist ja die Xbox-Schnittstelle, würde ich sagen. Ja, tatsächlich, der Trailer, den kann ich auch angucken. Alter, das ist natürlich cool. Lautstärke macht er jetzt hier nicht. Okay. Aber so rein vom Bild her. Ja. Ja, irgendwas haut hier nicht mehr ganz hin, aber theoretisch würde es funktionieren. Weil wir gerade vom Bild gesprochen haben, was haben wir denn das eigentlich für eine Auflösung und für eine Display-Diagonale? Genau, wir haben eine Displaygröße von 4,5 Zoll. Ach, 4,5 noch, okay. Aber wir haben ein tolles AMOLED-Display und eine 720p-Auflösung, also 1280 mal, bisschen kryptisch, 768 Pixel, also kein 16:9. Ansonsten noch, wen es interessiert, du hast ja vorhin schon so ein bisschen was getippt. Wir haben einen Dual-Core-Prozessor mit 2x1,5 GHz. Wir haben 2 GB RAM. Das war damals auch erst nach einem Update möglich. Und wir haben intern 32 GB Speicher, der nicht erweiterbar ist. Aber 32 GB waren halt eben vor knapp 10 Jahren noch richtig viel. Genau, nur dass das Problem ist, dass halt diese großen Bilder halt auch verdammt viel Speicherplatz geschluckt haben. Ist ja heute noch so. Und das war nämlich auch zum Beispiel, da komme ich noch zu dem Pro und Contra, ich habe mir das mal aus dem Testbericht aufgeschrieben, aber falls jemand das interessiert, wir haben wie gesagt diese 41-Megapixel-Kamera von Carl Zeiss, wir haben einen Xenon-Blitz, wir haben eine optische Bildstabilisierung, wir haben eine Blende von f2.2. Und was schätzen, wie groß der Akku ist? Ist ja fest verbaut, nicht wechselbar. Ich würde jetzt sagen, an die 2,5 oder 2,7 vielleicht. Der Akku hat 2000 mAh. 2000. Ja, das war tatsächlich auch genau. War beim Galaxy Note 2 auch so. Da hatten wir auch eine 2000, glaube ich, oder 1800 sogar bloß. Okay. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann haben wir noch NFC. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, weil ich hier gerade in den Menüs so ein bisschen rumspiele. Was mir dabei auffällt, ist, es ist halt sehr, sehr spartanisch. Also man muss wirklich lesen, um etwas zu sehen. Man erkennt nichts an Symbolik oder an Symboliken. Das ist so, ich würde fast sagen, so ein bisschen Microsoft. Aber du kannst immer versuchen, die Kamera-App jetzt auf den Homescreen zu legen. Ja, du müsstest runterscrollen auf Kamera und dann einfach, glaube ich, die Bubble halten und dann auf die Startseite. Genau, auf Startseite. Und da kannst du es dann verschieben. Ja, genau. Ich kann direkt reingehen. Ich kann auch wieder rausgehen. Oder du hältst die Kachel und kannst dann auch, glaube ich, alles einstellen. Gucken. Genau. Und dann kann ich es auch hier irgendwo anders hinflacken.
Und dann glaube ich auch noch in der Größe. Ich glaube, mit den Pfeilen kannst du dann auch noch die Größe verändern. Ja, und man kann es auch direkt anpinnen, dass es auch da bleiben soll. Also das ist schon, genau. Das ist schon nicht schlecht. Halt also mal gedrückt, ich würde mal gerne noch die Größe sehen. Und dann die unten rechts mit dem Pfeil. Also noch kleiner genau. Geht's. Genau, und ansonsten kannst du direkt an. Ach, löschen ist es dann. Löschen. Ja, das war gar nicht. Angepinnt ist es ja eh immer schon an der Stelle, an der du es loslässt. Okay, das so konnte man sich das dann gestalten. Man konnte auch generell die Systemfarben einstellen. Hier ist jetzt alles auf Blau. Mhm. Manche Apps hatten eigene Farben, wie zum Beispiel die Xbox-Apps, die dann natürlich grün waren. Ja, aber man konnte grundlegend auch die Farbe einstellen. Und dann konnte man grün, rot, pink, was auch immer, gelb. Alles entsprechend wählen. Ja, ein paar schöne Sachen haben sie schon gemacht, aber was die Übersicht angeht und Bedienbarkeit, man musste sich erstmal ein bisschen zurechtfummeln. Mhm. Das geht mir eigentlich jedes Mal und regelmäßig, bitte sei mir verziehen, bei der Xbox auch so, wenn ich da in das Menü reingehe. Es ist manchmal für mich nicht schlüssig, wieso ich jetzt mit der Taste in das Menü komme, mit der anderen Taste aber auch und da was auswählen kann oder ein Spiel beenden ist für mich. Ich spiele überwiegend an einer Playstation oder eigentlich grundsätzlich und habe da manchmal echt Bewegungsschwierigkeiten, weil das Menü einfach für mich nicht intuitiv zu bedienen ist. Mhm. Sehe ich zumindest so. Wenn man oft dran sitzt, ist das normal, dass man dann weiß, wie es geht, aber wie oft ich dann nach einer Weile mal ein paar irgendwelche Einstellungen suche und so fühlt sich das ja auch gerade an. So ein bisschen. So, und dann hätte ich noch ein paar Pros und Kontras für dich, die habe ich glaube aus dem Testbericht von der Ship, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wurde gelobt, die Kamera als sehr gut eingestuft mit ganzen Tests, dann, dass das ganze Telefon sich wertig und handlich anfühle. Wir haben ja ein Gewicht von 158 Gramm. Ja, das ist und auch cool. Wenn es Kunststoff ist, ist es ein sehr hochwertiges Kunststoff. Und positiv vor allem das AMOLED-Display. Ja. Da gleich aber auch wieder mit einem Aber. Damals gab es schon Geräte mit Full-HD-Auflösung und hier waren es dann halt nur in Anführungszeichen 720p. Ja. Dann, dass die Kamera sehr viel am Akku ziehe. Wenn man bedenkt, dass der natürlich nur 2000 mAh groß ist. Ist letztendlich heute noch nicht anders. Genau, zieht natürlich, wenn man viele Fotos macht, das dann auch sehr viel am Akku. Dann kam dazu, dadurch, dass die Bilder halt eine hohe Auflösung hatten, waren sie entsprechend auch groß und das Speichern der Fotos dauert ziemlich lange. Also man hat immer nach jedem Foto irgendwie so 2-3 Gedenksekunden. Ja, also 1-2 auf jeden Fall. Genau, und die Ship hatte auch bemängelt, dass es wohl zu viele Kamera-Apps gäbe, weil es da irgendwie wohl verschiedene gab. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, es kann aber auch sein, dass es jetzt erst mit einem, wenn noch die Server erreichbar wären, dass jetzt da irgendwie ein paar Updates raufkommen und dass es dann halt zum Beispiel auch, keine Ahnung, alternative Apps noch gibt. Ja. Weil hier zum Beispiel auch mit dem Erfassungsmodus, das hatte ich ja auch nicht gefunden, das kann auch sein, dass das erst könnte natürlich sein, mit einem System-Update jetzt kommen würde. Ja, ja. Aber da kommt natürlich nichts mehr. Mhm. Nee. Ja. Genau, weil es gab ja noch Windows Phone 8.1 Update und später gab es ja dann noch Windows Phone, ich weiß gar nicht mehr, mit was die Lumia 950 und 950 XL, ob die mit Windows, ja, weiß ich gar nicht, was das war. Windows 10 war es ja nicht. Nee, 10 war es nicht. Ich glaube, es waren auch noch die 8.1er, glaube ich. Aber da müsste ich tatsächlich auch nochmal tief in mich gehen oder halt irgendwie das alte Video angucken oder so, keine Ahnung. Aber ja, was ich halt wirklich gut finde ist, und das ist ein riesengroßer Unterschied ein riesengroßer Unterschied zu diesen Android-Telefonen, dass das System ja einfach auch so noch total flüssig läuft und auch vernünftig bedienbar ist. Klar, die Server sind jetzt alle abgestellt und man kann nicht mehr viel machen, aber auch so ein bisschen Multitasking, es funktioniert. Also und das selbst bei den ersten Geräten damals, die halt noch deutlich schlechtere Hardware hatten. Die hatten einen Single-Core-Prozessor, also praktisch nur einen Kern. Die hatten dann, wie Ronny schon sagte, 512 MB Arbeitsspeicher. Und das lief trotzdem flüssig. Ja, da waren wir regelmäßig sehr, sehr erstaunt. Also das ist schon ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Also wie gesagt, die haben wahnsinnig viel Potenzial gehabt, gerade mit der Kooperation von Carl Zeiss, Kamera, Software, schnelles Betriebssystem. Wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat, auch vernünftig zu bedienen, aber halt einfach die Geschichte mit den Apps und verspätete Updates und was wie Kai sagte, es muss ein ganzes Betriebssystem-Update kommen, damit die neue Sachen unterstützen. Da war Microsoft nie gut drin und das war dann auch irgendwann der Sacknagel. Da war irgendwann dann vorbei und dann wurde ja Nokia, waren die da noch HMI Global oder war das dann später? Nee, das kam dann später. Später, wurde ja verkauft, dann wurde nochmal eine andere Firma draus gemacht, ein paar Ursprungs-Nokia-Menschen waren mit dabei. Ich weiß, Microsoft hat ja Nokia oder die Smartphone-Sparte damals dann gekauft, damit man halt mit den Lumia-Geräten dann sozusagen aus dem eigenen Hause Geräte anbieten kann. Ja, und das ist dann halt mit Windows Phone dann sozusagen gestorben. Leider, ja. Wie gesagt, Nokia gibt es heute noch, ist zum Teil sind noch ein paar Head-Offs irgendwie mit bei, die man was mit also Nokia zu tun Nokia, hatten. Aber na klar, Nokia gibt es noch, die haben aber mit den Smartphone-Herstellungen nichts mehr zu tun. Die haben das Ganze abgespalten, die haben das unter einer eigenen Firma dann als HMD Global dann sozusagen rausgebracht und der alle Rechte und alle Patente, soweit ich weiß, dann verkauft. Und deswegen darf dann HMD Global Geräte jetzt unter dem Namen Nokia
rausbringen oder schon seitdem. Ja, das ist ja schon eine ganze Weile so. Aber es ist halt nicht mehr der Ursprung, den man so kannte. Und auch die Carl Zeiss Kooperation, die ist da, glaube ich, auch nicht mehr mit drin. Ne? Ich bin mir jetzt aber allerdings sicher. Es gibt da noch Kooperationen mit Carl Zeiss, aber nicht mehr bei jedem Gerät. Nicht mehr aus der Lumia-Reihe. Nee. Mhm. Es war schön. Es war sehr, sehr schön. Auch wenn von uns nie wirklich aktiv genutzt. Nee. Naja, aus genau folgenden Gründen. Weil, wie wir schon geschildert haben, einfach die App-Auswahl halt einfach bescheiden war. Und wir es halt einfach gesehen haben, dass das dann halt nicht so funktioniert. Und ich hätte das 29, hätte ich damals auch echt gerne benutzt. Aber wenn ich halt eben bestimmte Apps nicht bekomme oder die PC-Anbindung nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hatte, weil einige Apps konnten nativ dann auf dem PC dargestellt werden, andere gingen nur auf dem Telefon, aber es war nichts hundertprozentig angepasst. Es war schön, aber es hat einfach in der Anwendersicht einfach keinen Sinn gemacht. Weil es halt einfach immer ein Kompromiss war, ich kann es jetzt hier darstellen oder ich kann es auf dem Bildschirm darstellen. Das war echt, echt schade. Und wie gesagt, Potenzial ohne Ende, sind immer noch tolle Geräte, aber leider an der falschen Stelle ein bisschen eingespart, keine Ahnung. Und dann kam das bei raus. Genau. Und demzufolge würde ich gerne euch mal bitten, wenn ihr Erfahrungen hattet mit Windows Phone, schreibt es gerne mal in die Kommentare, welches Gerät ihr hattet, ob ihr zufrieden wart oder nicht. Und wenn ihr euch vielleicht damals schon dagegen entschieden habt und lieber zu einem Android oder iPhone gegriffen habt, schreibt mal gerne die Gründe, falls ihr es noch wisst, was euch damals an Windows Phone gestört hat. Würde mich mal interessieren, weil Ronny hat ja seine Meinung schon kundgetan. Ja, obwohl das mit dem 29 auch ewige Jahre her ist, also 2016 oder so, keine Ahnung, 2015. Du meinst das 950, was man an PC 950. Anschließen konnte. Genau, das war, wir haben 2015 YouTube-Kanal aufgemacht, 2016 dann aktiv dann da die Videos gestaltet und irgendwo in dem Zeitbereich 2016 muss es gewesen sein. Also auch schon 4, 5, 6 Jahre fast her, aber das ist hängen geblieben. Also und ich habe wirklich nur ein Lumia getestet gehabt oder so. Und die anderen haben wir irgendwie alle mal nur gesehen. Und die, wie gesagt, die waren alle sehr, sehr fluffig. Und Ach so, den Preis müssen wir vielleicht noch schätzen. Ja, das ist das Letzte noch. Da bin ich jetzt mir nicht so sicher. Aber die waren allesamt auch nicht immer ganz so günstig. Also das ist ja hier auch das Top-Modell. Genau. Es kam im Sommer 2013 auf den Markt. Ja. Und was schätzt du, wie hoch war die UVP? Ich glaube 799 Euro oder so. Na, fast. 699. 699, ja, da lag ja gar nicht so falsch. Also, ja, aber was man bekommen hat, wenn es noch heute funktionieren würde, man könnte es heute tatsächlich noch benutzen. Es, bis auf SIM-Standard und Empfangsstandards, die sich ein bisschen verändert haben, oder WLAN-Standards, aber letztendlich, man kann es benutzen. Und auch die Kamera macht immer noch vernünftige Bilder. Bis auf, dass man halt nichts mehr hat von dem Microsoft-Account und kein Store mehr und so weiter. Ja. Genau, das ist es. Das meinte ich ja. Wenn es noch eine Anbindung hätte, könnte man es tatsächlich noch benutzen und das wäre gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Nokia Lumia-Serie, von der schwärme ich. Ich habe sie selber nie benutzt. Ich finde die aber wirklich toll. Ich habe es ja schon mehrfach jetzt gesagt. Die haben mich einfach fasziniert mit dem, was sie gemacht haben. Und mit wenig Hardware ganz viel Performance rausgeholt. Und das suchte im Vergleich zu Android seinesgleichen. Und da waren die Android-Geräte, die mussten schon 3 oder 4 GB RAM haben. Ja, 4 vielleicht noch nicht ganz, aber 2, 2,5 bis 3 ging es schon, damit das auf ein gleiches Level bedienbar ist, wie das hier mit in den kleinen Geräten mit 512 MB. Also das war schon krass. Also was Anpassung und Optimierung angeht, ich glaube, ich könnte sich Apple hier mit Microsoft die Klinke in die Hand drücken. Es ist immer so, wenn sozusagen Betriebssystem und Hardware aus einem Haus kommt, was ja letztlich mit den Nokia-Geräten der Fall war, merkt man immer auch. Absolut. Ja, aber da war Android noch nie der Vorreiter, dass man immer viel Hardware benötigt hat für eine adäquate Leistung. Ja, deswegen sind auch heute so diese alten Android-Geräte, wenn man die benutzt, so unerträglich langsam. Man kannte es damals halt nicht anders. Ja. Aber wenn man das heute so sich mal überlegt, was man sich da teilweise antun musste, ja, wenn man da eine App oder alleine wie lange auch ein Start so von so einem Smartphone gedauert hat. Ich sag nur, das Galaxy S3 Mini, das war schon zum Kauf eine übelst lahme Krücke. Ich glaube, das hatte 768 Megabyte Arbeitsspeicher, noch nicht mal Gigabyte. Ja, und das war einfach nur eine Krücke, was die Bedienung anging. Das war absolut schlecht. Alter Schwede, das war, konntest du nur an die Wand schmeißen. Und viele haben es benutzt, weil es günstig war und von Samsung, aber es war nie gut. Ja, und dann kommt hier, klar, das ist ein ganz anderes Preissegment, das will ich damit nicht sagen, aber das war, Always-On-Display haben wir auch, ne? Ach Mensch, was hier nicht alles direkt aktiviert ist. Toll, so ein AMOLED-Panel, das ist doch schon was Tolles. Ja, Fazit, geiles Ding, Microsoft, Asche auf euer Haupt, ihr habt's verkackt. Jo. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee, irgendwie nicht. Genau, wie gesagt, schreibt gerne euer Feedback rein, was ihr vielleicht in dem Zeitraum gemacht habt, was ihr für Geräte benutzt habt, wie eure Erfahrungen zu einem Nokia Lumia oder Windows-Gerät sind. Gab ja noch andere Windows-Geräte, da auch von Samsung, das SG900 oder was weiß ich, wie es heißt, mit einem Windows NT und Stift und Ekelbedienung.
Gab's auch. Wenn ihr Vorschläge habt, was Kai vielleicht mal hiermit vorstellen soll, schreibt ihm gerne eine E-Mail. Nicht an mich, sondern an die von Kai. Weil ich soll ja nicht wissen, was kommt. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, weil bis zu dem Zeitpunkt hat es Ronny vergessen. Und er weiß ja auch nicht, was ich rauspicke. Ja. Genau. Ansonsten könnt ihr auch so gerne Feedback kundtun, was euch gefällt, was euch vielleicht stört oder wie wir das Format ein bisschen aufpimpen können. Keine Ahnung, oder was ihr 2013 gemacht habt, als ihr die PlayStation 4 bekommen habt. Ich habe gespielt und habe dann Black Flag irgendwann auch gespielt, so wie wir es gerade festgestellt haben. Und ein Jahr später, dann 2014, GTA 5. Nochmal. Ja, genau. So war's das. So war's das. So war's. So ist es. So wird's auch nie wieder sein. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ronny, das Reimermonster.